Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Das ist immer so lustig, wenn man die Aufnahme startet mit Elgato. Es wird nämlich wirklich angezeigt, wann die Aufnahme startet. Man muss so ein bisschen sich das selber timen. Deswegen kann manchmal die Anmoderation ein bisschen verwackelt sein und ein bisschen durchgerüttelt und ein bisschen abgehackt und so. Leute, nehmt da ein bisschen Rücksicht. Ich spare schon auf einen neuen PC, wo das alles besser hinaus. Nein, ihr sollt jetzt nicht spenden. Das soll kein Aufruf sein. Das soll nur eine kleine Information an euch sein. So, was haben wir denn heute vor? Wir haben heute vor den... Was haben wir wirklich vor? Wie heißt die Quest? Verhängnisvolles Erbe. Ach ja, ich kann mich erinnern. Dieses Anwesen, was wir besuchen sollen und Vater, Diener, Wachen und so weiter retten. Weil sie sich ja nicht selbst retten können gegen ein paar Wächter. Wahrscheinlich wieder. Obwohl, wahrscheinlich wird wieder ein Verwüster oder so dabei sein. Aber den kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben schon die Skills, dass wir das gut hinbekommen eigentlich. So, hier bauen wir, glaube ich, nicht mal ein Reittier, oder? Sollten wir auch ohne Reittier diesmal hinkriegen. Ist nicht sonderlich weit. Aber wie die Spielliebe, das ist unglaublich. Ich bin schon so lange dabei hier gerade. An dieser Aufnahmesession, sicher schon 9 Folgen oder so. Es wird einfach nicht langweilig. Wie spät haben wir es gerade? Warte mal kurz. Exakt 1.49 Uhr. YouTuber Lifestyle. Schönes Anwesen. Der Regen ist halt nicht so schön. Ja, wir sind in. Wir sind in the game. Erledige die Maschinen. Nee, pui. Lass uns mal bitte. Ich höre was Größeres. Nein! Gib mir mal bitte deine Knarre! Liegt sie schon irgendwo? Ich sehe sie noch nicht. Ja, Mann. Lass das mal bitte. Aua! Aua! Okay. Sonst das jetzt kleiner. Alter, jetzt komm! Fucking kleiner Wächter! Alter! Wegen dem Dreckswächter! Ach komm, dann durchsuche ich dich halt noch schnell. Mann, jetzt! Verpiss dich hier! Komm! Auch in der ernsthaft. Oh, down. Wer will noch? Mach voll hier bitte. Blinder. Okay. Kriegen wir hin. Ich hab noch gut Munition hier. Komm ich da so rein? Warum eure Sachen? Nee, die sollen herkommen. Wo sind sie denn? Alter, das ist ein Wetter heute, ne? Da hat die Wettervorhersage mal wieder Scheiße gebaut. Oh je, der ist nicht mehr ganz so am Leben. Nee, der ist nicht mehr ganz so am Leben. Und ich will das Blümchen haben. So. Das Problem ist, dass ich nicht springen kann mit dem Teil. Das ist das Problem hier gerade. Ich kann nicht springen, Mann! Ich bin gemobbt. Ich bin gerade auf dem falschen Weg. Ich muss wieder zurück, verdammt. Ich kann mit dem Teil nicht springen, das ist so ernüchternd manchmal. Ich bin wie so ein Panzer. Aber ein Panzer kann eigentlich über alles drüber walzen. Komme ich hier denn durch? Und zwar ohne das Teil. Kann ich hier... Nein. Kann ich hier das irgendwie öffnen, oder... Nein. Kann ich mit der Verwüstungsknolle vielleicht draufballern? Nein. Okay. Hier gerade raus aus dem Anwesen. Hä? Was soll ich denn hier machen? Was ist das denn? Achso, das ist so ein Ausbeutungsgedöns. Ja, nimm das mit, den Kühlsaft. War ein fetter Kanister, muss ich schon sagen. Ich finde raus, wo die Rufe herkommen. Ach, mussten wir den Kühlsaft einsammeln, damit wir das herausfinden dürfen, oder wie? Die Rufe kommen doch bestimmt von da drinnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich
komme noch hundertprozentig von da drinnen. Braucht man nicht erzählen. Hallo? Die kommen von da drin, das brauchst du mir nicht erzählen. Ich muss da rein. Darf ich das sprengen? Alles muss das sein. Das muss doch gegen die Tür kaputt zu machen. Ernsthaft? Ja, okay, ist eine gute Tür. Okay, versuchen wir mal außenrum irgendwie da reinzukommen. Immer schön leise. Hier. Hier kommt man rein. Mann! Man muss da hineinkommen. Okay. Das ist ja unglaublich. Kommen wir denn hier jetzt rein? Nein. Von der anderen Seite vielleicht. Nein. Okay. Gucken wir mal da drüben, was da Phase ist. Okay. Hallo. Hier ist die Tür offen. Okay, dann kommen wir hier rein. Sehr schön. Hallo. Die leben wir nicht mehr so wirklich, ne? Ja, ich komm gleich, Kleiner. Wo bist du? Wo ist der Dulli? Ist der unten? Ja, ich mach schon. Hier! Hier drin! Oh, nein. Danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Ich müsste mir etwas in der Werkstatt ansehen. Wie komme ich da hinein? Unser Kämmerer hat den Schlüssel. Er ist bestimmt in seiner Tasche. Der Ärmste. Er war schon 16 Jahre lang hier. Wisch mal deine Schminke gerade, Fräulein. Aber es ist ein schönes Detail, dass sogar die Schminke verwischt ist bei der lieben Frau hier. Was ist passiert, als die Maschinen kamen? Da waren Schreie. Ich rannte hin. Der Verwüster zerriss die Wachen förmlich. Wie Puppen. Mein Vater stieß mich in diese Kammer. Er tötete einen Wächter. Dann schoss die Verwüsterkanone. Und Stille. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber er hatte abgeschlossen. Er hat dich gerettet. Und ich werde ihm nie danken können. Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr. Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein. Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Ist gut. Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. Oha. Wo ist dein Vater? Ist es das hier? Oder der hier? Rest in peace. Rest in peace. So. Kommen wir dann da jetzt rein? Hat sie uns jetzt einen Schlüssel gegeben, oder? Wie ist das jetzt? War auch lustig gerade der Lichtumschwung gerade. Finde ich auch lustig. So, wo ist der Kamera? Kamera. Hallo, Ella, spring doch bitte. Danke. So, jetzt haben wir hier reinkommen. Verschlossen. Was? Man muss da hineinkommen. Ja, wo ist denn der komische Kamera jetzt? Betritt die Werkstatt. Sie hat doch irgendwas gesagt von einem Kamera, der einen Schlüssel dabei hat. Aber wo liegt der Kamera? Ist doch der hier, oder? Oder etwa nicht? Oder liegt der irgendwo anders? Ich meine, hier liegen so viele Leute. Aber ich kann hier nie jemanden looten. Ich kann hier niemanden looten, ne. Geht nicht. Ich ziehe mal ein bisschen mehr um. Ne, ich kann hier niemanden looten von den Dullis. Das sind doch keine Wachen, was haben die denn bitte an? Okay, ich bin gerade leicht am Struggling. Warum komme ich da nicht rein? Hallo? Oder habe ich den Schlüssel für das Haupttor bekommen? Das kann natürlich auch sein. Nein, das ist kein Tor, okay. Aber hier ist doch nirgends eine Kamera. Hier liegt doch nirgends jemand rum. Wollt ihr mich verarschen oder so? Mal nachgucken in den Quests. Betritt die Werkstatt. Suche den Werkstattschlüssel.
Ja, ist mir bewusst. Wo soll der Werkstattschlüssel sein? Ist der noch irgendwo da hinten? Dass wir da hinten noch irgendwas looten können? Da liegt nämlich irgendwas. Ne, ist eine Vorratskiste. Ich meine, im Haus geht es noch rauf und runter. Vielleicht liegt es da. Da geht es nämlich hoch. Hier sollte es hochgehen. Gut, dann geht's halt nicht hoch. Ist okay. Aber hier ist eine Treppe, also will ich hier hoch, verdammt. Mann. Wo soll ich bitte diesen Werkstattschlüssel finden? Ich kenne nämlich niemanden looten. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich? Ich muss mir etwas in dem einen Gebäude ansehen. Wie komme ich da hinein? Kindiff, der Kämmerer, hat den Schlüssel. Er ist wahrscheinlich in seiner Tasche. Oh, der Ärmste. Er war schon 16 Jahre lang hier. Komm, schmink dich mal nach, Mädel. Das geht ja so nicht. Ja, und wo ist der komische Kämmerer jetzt bitte? Der wurde wahrscheinlich komplett gefressen. Suche den Werkstattschlüssel. Ja, sagt sich so einfach. Ich meine, ich werde ja hierher gewunken. Verschlossen. Man muss da hineinkommen. Ja! Will ich wissen, wo der komische Kämmerer hier liegt? Suche den Werkstattschlüssel. Ah, sagst du mir, ja geil. Das ist er nicht. Wie weit geht denn der Radius eigentlich? Okay, ich bin gerade sehr am Rand vom Radius. Jetzt gucke ich rein vom Radius. Okay, dann gucken wir uns mal das ganze Gebiet hier an. Ach, schöner Teich. Ich sehe auch in der Gegend nichts, was ich looten kann. Das würde man doch von Weitem sehen, wenn ich hier irgendwas looten könnte. Da! Es muss die sterbliche Hülle des Kämmerers sein. Ah, okay. Ja, hier ist der nice. Okay. Haben wir es ja doch noch hingekriegt. Ein Wunder. So. Gleich die Verwüster können wir denn jetzt noch für irgendwas nutzen? Ich meine, wir haben gesehen, dass da irgendwas drin war. Ob das Feinde oder Freunde sind, weiß ich nicht. Oder ob wir den Vater noch wiedersehen, weiß ich auch nicht. Obwohl, ne, der Vater ist tot, den können wir nicht wiedersehen. Aber wir öffnen erstmal. Mal gucken, wer da so drin ist und wer da auf uns wartet. Weil irgendjemand war da drin, das habe ich gesehen. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Der macht's kaputt! Okay, da steht das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern. Und alle Bewohner zu töten. Das ist aber sehr intrigisch, muss ich schon sagen. Also warum? Das ist wirklich so, als würde man die ganze Familie auslöschen wollen, ohne Pardon. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde? Nein, Hanaman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Der eiskalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Wie mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege. Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Hab ich gehabt. Das ist Karma. Das ist Karma. Okay, kommt her. Komm doch her, ich mache so fucking viel Schaden. Ja, nur geil, wenn ich den Einfall jetzt auch mal treffen würde. Ich treffe ihn nicht, wenn der so rumwackelt hier in der Luft. Ne, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den einen. Das Helle an unserem Bogen ist auch, dass wir mittlerweile so viel Schaden machen, auch wenn ich keine wirklich sensiblen Teile treffe, dass ich gut Schaden mache. Nice! Das haben wir getroffen.
Das war's. Loot. Und wegrollen. Shit. Danke dir. Wie schnell einfach 40 Pfeile weg sind. Schon leicht episch. Und eine andere Dulli. So, direkt auf den Eisbeutel. Einfach her. Ja, nicht hier rüber sneaken. Das wird so nix. Hey. Ist er da einfach nur gesessen, oder wie? Okay, die Sonne ist gerade sehr disproduktiv. Hi. Wie schön, dass du hier sitzt und mit deinem Eisbeutel in die Kamera hältst. Nice. Haben wir gut getroffen. Und dann treffen wir das auch noch? Nein, natürlich nicht. Komm schon, ich will den Eisbeutel treffen. Komm schon, lass mich den fucking Eisbeutel treffen. Ach, komm schon. Doch nicht. Mach den ohne Eisbeutel fertig. Alter, ich hasse das, wenn die so rumspammen, ne? Ich hab doch mal ehrenhaft hier. So, das war's mit dir. Loot? Ja, Alter, lass mich wenigstens looten. Ich kümmere mich danach hier um dich. So. Lässt du mich looten? Alter, das hältst du aus. Alter, Aloy, komm! Hey Leute, Klappe. Oh, Verwüstungskanone, da war ja was. Ach, ich habe gehört, dass der Typ hier oben will sterben. Oh ja. Okay, ciao. Hätte ich vielleicht früher einsetzen sollen. Wäre auch lustig gewesen. In der Verwüstungskanone ein paar Habichte runterholen. Grau habe ich Linse. Ach, schön. Jagen Sie mich. Wer jagt uns, hä? Ist doch niemand. Da ist was. Da ist noch was? Was ist da denn? Ein Wächter, ein kleiner Süßer. Soll er da ruhig rumholen, der Wächter? So. Heilen wir uns noch schnell voll. So, hier. Ach, das passt schon. So. Was ist jetzt eigentlich mit dem Dulli, mit dem anderen, mit dem Bruder? Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Naja, bemerkenswerte Belohnungskiste haben wir noch nie bekommen. Oh Mann. EP kriegen wir aber ganz gut. Das finde ich sehr schön. Wir sind bald Stufe 40. Finde ich geil. Okay. Haben wir jetzt da noch eine Nebenquest offen oder wie ist das? Nee, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube wirklich, wir sind durch. Aber wir werden trotzdem nochmal hierher gehen, weil... Weil Baum. Nee, weil Händler. Hier Händler. Denn ich will einfach mal nochmal ein Zeug verkaufen und dann... können wir es noch schnell in Saiyaya verkaufen und dann können wir zurück ins Nora-Gebiet und endlich mal die Hauptquest weitermachen, würde ich sagen, oder? Und ich laufe einfach mal in die Sackgasse und merke das nicht. Okay, ist auch okay, Rayon. Ja, chill du mal! Alter, du bist tot! Kuscheln? Bleib mal stehen hier, hör auf! Okay. Wiederbelebung funktioniert anscheinend auch nicht. Habe die Dioden wohl falsch angesetzt. So. Wo mein Pony? Mein Pony ist over the ocean. Ja, ich weiß, dass nicht Pony, sondern Boni heißt. Ich kenne den Song. So. Liebes Pony, es geht los. Wir müssen zurück. Nach Hause, at home point. Oder besser gesagt, wir werden in der nächsten Folge heimkehren. Zurück ins Nora-Gebiet. Zu unserem Ursprung. Und in dieser Folge mal ein bisschen Revue passieren lassen und einfach mal alles schön verkaufen und so weiter und alles vorbereiten, damit wir in der nächsten Folge schön aufbringen können. Denn in der nächsten Folge geht es in den Krieg. Fuck you! Ah, Wasser! Ne, ich will nicht ins Wasser. Ich will da rüber. So. Muss wahrscheinlich gleich absteigen, oder? Oder geht's hier noch? Nein. Digga, ich bin Wache. Ah, schön. So. Ich würde gerne mal. Was würdest du?
Und dann reden wir an alle jetzt, ne? Wenn irgendwer noch eine Lebenskerze oder so hat, jetzt hier raushauen, ne? Bin da gleich weg. Oh. Scherbenspielkiste. Alles klar. Diese ewige Müdigkeit, so lass dir diese Ware nicht entgehen. So. Ich will einen Kaja-Seilwerfer. Hier, genau das. Genau das will ich haben. Und zwar statt dem Kriegsbogen, weil den brauche ich nicht. So. Dann können wir auch schnell ein ganzes Zeug hier verkaufen. Ich habe auch eine Menge Modifikationen, die ich verkaufen kann. Ja, habe ich. Okay. Denn ich werde nur das lilane Zeug irgendwann auf Waffen packen. Blaues Zeug und so weiter. Das verkaufe ich alles. Und grünes Zeug sowieso, weil die... Ja, komm. Grünes Zeug, da brauchen wir nicht zu überreden. Das ist nichts wert. Jedenfalls nicht mehr für unsere Verhältnisse. So OP, wie wir im Moment schon unterwegs sind. Wir haben ziemlich viel lilanes Zeug, fällt mir gerade auf. Nehme ich hier weiter verkaufen. Und zwar... Ja, Waffen können wir eigentlich verkaufen, oder? Besonders den Seilwerfer, weil wir haben einen besseren. Ich kann jetzt schwer nicht verkaufen, ich dachte schon. So. Rohstoffe haben wir noch was? Ja, komm, das können wir verkaufen. Ich meine, einfach nur, wir das Inventar frei haben, um weiter Sachen zu looten. Eigentlich brauchen tun wir es nicht mehr, oder? Denn wir haben so viel Zeug einfach im Inventar, das ist unglaublich. Wir haben auch so viele Scherben, wir sind gleich bei 5000 Scherben wieder. Obwohl wir die ganze Zeit Sachen kaufen. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir kaufen ja die ganze Zeit Sachen. Und wird trotzdem nicht weniger. So. Okay, die Gänseknochen. Okay, die Knochen will ich eigentlich behalten, weil dadurch Upgrade und so. Aber das kann man auf jeden Fall alles weghauen. Okay, die Donnerkieferlinge sind behalte ich. Die sind viel wert. Ja, die sind sau viel wert. Und vielleicht brauchen wir sie noch irgendwann mal für irgendwas. Warum verkaufe ich das eigentlich gerade einzeln? So, was? So läuft das. So läuft der Hase. Das verkaufe ich auch nicht einzeln, ne? So. Jetzt sollten wir eigentlich alles haben. Den Rest behalte ich eigentlich. Ja, den Rest behalte ich. Alles klar. Toll, Schattenseilwerfer. Ach so läuft das. Ach, ist klar. Habe ich da Munition? Ich habe Munition. Okay. Ach, gibt es da gar keine verschiedenen Waffen? Ich glaube einfach nur, ein Schattenseilwerfer ist viel stärker. Und der schießt quasi hin und dann sofort auf den Boden und dadurch kettet man quasi die Maschine am Boden fest. Und je nach Maschine halt braucht man dann halt mehr oder weniger Seile. Warte mal, das gucken wir noch schnell. Das kann man doch bestimmt modifizieren, oder? Herstellen. Fertigkeit damit 10 Punkte. Geil. Das auch mal wieder verwenden. Waffenmodifikationen. Hier. Seilwerfer. Handhabung. Handhabung, Schaden, Verderbnis. Alter, das ist eine OP. Die ist OP. Wir ballern einfach mal Verderbnis des Todes drauf. So. Ja, okay. Wir Handhabung des Todes. Schaden machen wir null. Obwohl, die hat auch, glaube ich, nicht den Sinn, Schaden zu machen. Ich glaube, man kann da gar keinen Schadensperk drauf machen. Schaden macht die, glaube ich, sowieso null. Und die hat ein bisschen Rüstungsbrecher. Finde ich schön. Also Abriss. Ich finde das Teil geil. Ich will mal versuchen, ne? Warte mal. Ne, so zwischen den Aufnahmen. Screenshots mache ich zwischen den Aufnahmen. So, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's weiter mit der Hauptquest. Ich werde es auf jeden Fall jetzt. Wie spät haben wir es denn eigentlich schon? 2:30 nachts. Schön. Ja, ich mache jetzt einen Aufnahmestopp. Stopp der Aufnahmesession. Ich gehe jetzt schlafen. Ich hau mich aufs Ohr. Morgen habe ich viel zu schneiden. 9 Folgen Horizon. Schön. Geile Session. Leute, schreibt eine Kommi und konstruktive Kritik und so weiter. Wisst, wie es läuft. Lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder. Ich verbleibe mit einem Ray und sag ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.